So, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin der liebe Harry und ja, ich wünsche euch heute viel Spaß mit Bulletstorm. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon auf das Spiel. Hab da auch sehr gute Kritiken gelesen. Ich muss mich gleich von Anfang an mal entschuldigen wegen meinem Mikro. Ich versuche da so schnell wie möglich mal ein neues zu besorgen, aber zurzeit habe ich leider nur dies und ja, ich versuche einfach mal so gut wie es geht zu spielen. Bitte seid mir nicht zu böse, wenn ich zu scheiße spiele. Moment. Und ja, ich möchte jetzt gleich mal anfangen. Neues Spiel. Ja, fortfahren. Und ich würde sagen, wir spielen auf normal. Also, ich will jetzt nicht hier der Obermacker sein und auf sehr, sehr schwer spielen. Ich denke mal, normal würde reichen. Ich will auch nicht angeben. Ja, Prolog. Kapitel 1. Auf den Weg in die Hölle. Drücke RMT, um zu zielen und LMT, um zu schießen. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Ja. Die Nebensysteme. Gesetzlos, unerforscht. Fernab der Christ. Ich glaube, ich sollte meine Klappe halten. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr versteht das alles total falsch. Hört mir einfach zu. Hier, nimm noch einen Schluck, Ray. Das hilft dir beim Zielen. Bitte, bitte, nein. Hier, nimm meine Knarre. Ich hab das Visier ein Stück nach links verschoben. Wie nett. Viel Spaß. Hör zu. Beantworte unsere Fragen, dann sinkt das Risiko, dass wir eine Flasche verfehlen und deine verdammte Visage verdampfen. Okay, hört auf, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wissen wollt, okay? Was immer ihr wissen wollt. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Jeweils eine halbe Milliarde wurde nach dem Überfall auf den Konföderationstransporter verdoppelt. Serrano persönlich hat das veranlasst. Eine halbe Milliarde? Nicht schlecht. Für dich vielleicht. Ich bin das Doppelte wert. Okay. Danke, dass du so ehrlich zu uns warst. Hey, was zum Teufel? Ich habe euch alles gesagt! Schon. Die arme Sau, würde ich mal sagen, oder? Umlegen, oder? Da sieht's echt schlecht mit einer Begnadigung aus. Nicht übel. Dieser Wichser! Nicht übel. Ich hab euch alles erzählt! Halt die Klappe! Schon der dritte Kopfgeldjäger diese Woche. Serrano scheint ja echt scharf auf uns zu sein. Lass uns ein paar Konföderationsschiffe plündern. Verdienen wir uns unser Kopfgeld. Ja, und dazu nochmal, herzlich willkommen zu Bulletstorm. Scheint auch mit ein bisschen Humor zu sein, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, und wir werden jetzt, glaube ich, unseren Spaß haben. Ja, das... Boah, Trottel. Echt fantastisch! Jetzt muss ich die aufmachen, du Trottel. Oh Mann. Ach du Scheiße. Schwanzlutscher. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Warnung, Bulletproof registriert. Warnung, Bulletproof registriert. Dämlicher Kopfgeldjäger. Hast du nicht gesagt, du hättest ihn durchsucht? Niemand delegiert so wichtige Aufgaben an einen Besoffenen. Verwandelt sich eigentlich jedes alte Stück Müll, das du anfasst, in einen riesigen Haufen Scheiße? Deine Mutter hat's überlebt. Und der war mies. Ist mir klar, wo das alte Mädchen ihr Hinken her hat. Oh, schön, da haben sie's hier. Richtig gemütlich. Ich muss dir nicht sagen, dass du hier in die Hocke gehen musst, oder? Wär trotzdem nett. Ein Beweis deiner Fürsorge. Ich weiß ja nicht, das Spiel hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube so 2-3 Jahre. Was ist los? Irgendwas blockiert die Tür. Geh zur Seite, Doc. Ich mach das auf meine Art. Oh, jetzt wird's interessant. Welcher von euch Schwachköpfen hat dem Kopfgeldjäger eine Nova-Granate gelassen?
Ray, wir haben Probleme. Ich mache jetzt den Warpsprung. Alles klar. Bin gleich bei dir. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Nein, aber im Lager gibt's noch jede Menge Farbverdünner. Ray, wir hatten Probleme. Ich brauche euch auf der Brücke. Sofort! Alkohol und Shooter. Was Besseres gibt's nicht. Schön, wie er mit der ganzen Faust alle Tasten bedienen kann und das Ding dann nach oben fährt. Ach ja. Achtung, Captain an Deck. Ich bin einigen Konföderationstransportern gefolgt. Wir sind aus dem Warp raus. Und da war es. Die Ulysses. Ich bring uns hier weg. Ab in ein dunkle Materiefeld und sofort verstecken. Wir gehen nirgendwo hin. Das ist das Kriegsschiff der Konföderation. General Serrano muss an Bord sein. Es ist Weihnachten, Jungs. Wir haben dieses massenmordende Stück Dreck hübsch verpackt da draußen auf dem Präsentierteller. Wir stehen hinter dir, Gray. Serrano hat uns alle angeschissen. Das ist ernüchternd, aber vorbei. Nein, du bist nicht nüchtern. Wir halten keine 10 Sekunden durch. Du hast deinen Mut verloren, Ishii. Trotz deines Leichtsinns erfülle ich meinen Eid, dir zu folgen. Aber das... Ich sterbe nicht für deine Rache, Gray. Unsere Rache. Die Ulysses will einen Kommunikationskanal öffnen. Bukanon bereit. Schicken wir ihnen eine Nachricht. Will jemand meutern? Wenn, dann jetzt. Niemand? Feuer frei! Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Komm schon, Rell. Sorgen wir dafür, dass sich Serrano wünscht, er hätte das Kopfgeld verdreifacht. Ach ja. Na, ob das was wird? Scheiße. Wo muss ich denn zielen? Ich sehe gar nichts. Ich bin ja schon fast kaputt. Nimm das, Schweine. Hui! Kommt her. Das wird nix. Alle Schiffssysteme in kritischem Zustand. Ishii? Okay, in Ordnung. Wir waren sowieso alle schon tot. Schon seit Jahren. Das war mir noch nicht Kumpel. Wir mussten nur noch eine Sache erledigen. Sicher gehen, dass wir nicht allein zur Hölle fahren. General, ich nehm dich und jeden einzelnen von euch Wichsern mit uns. Ein plötzlicher Sturz in düstere Wogen. 10 Fathom tief. Auf dem Weg zur Hölle. Scheiß Weltraumterroristen, ne. Oh, einige Jahre zuvor. Mit deinen neuen Schwerkraftstiefeln machen diese Attentate richtig Spaß, Doc. Ach, das ist ja geil. Hat dir gefallen?